เอาสเต็มอีฟังกิจุมฟอนฮอยเดย์ซินเมียเดเลสต์เฟียเซให้เงินเก็บลีบันเวียโอรันฮาแต่เฮือเรย์อันมาเกนทากันหาบันเวียฟิลด์อมเดโอรันออฟเกนุกสินดิ้งเอตาไปดีเวียลีบานิคเฮือเรนเวือดันเฮือเรนสู้เฮือเรนหินเฮือเรน This isManchmal schön anstrengend. Gehen wir zu Maria in die Hörschule. Lernen wir so zu hören wie sie. Es war sicher nicht einfach für sie anzunehmen, was der Engel ihr gesagt hat. Sie hörte den Worten des Engels mit dem offenen Herzen.Sie hörte mit Vertrauen. Sie hörte, sie glaubte und auch tat, was sie gehört hatte. In dieser Adventszeit möge der Herr uns viel Kraft und Mut geben zum Hören und dazu, dass wir ohne Sorgen so umsetzen, was wir gehört haben.Dann werden die Brüder und Schwestern spüren, dass er in uns ist und dass wir in ihm sind. Zu diesem Thema hören habe ich ein Lied aus meiner Heimat sehr gern immer wieder gesungen. Das Lied lautet in der deutschen Sprache: Lehre mich zum Hören, Herr, am Abend auf das, was du mir sagst.Lehre mich zum Hören, wenn ich alleine bin. Lehre mich zum Antworten, wenn ich dich höre. Lehre mich dich fragen, lieber Herr, was kann ich für dich tun? Dein Wort ist mein Leben. Dein Wort ist mein Licht, meine Hoffnung und mein Weg. Dein Wort ist meine Freude und mein Gesang.Dein Wort erneuert mein Leben. Dein Wort ist mein Glück.